Halo, guten Abend, dobro večer i dobrodošli u novu video lekciju. Ovoga puta nije vokabular u pitanju. Ako hoćete da učite reči, imate dosta videoklipova koje sam uradila za A1, A2 i B1 kad je u pitanju vokabular. Pogledajte na kanalu. A danas ćemo raditi malo na konverzaciji. Dakle, kako da vežbate konverzaciju kad ili nemate s kim direktno da pričate na nemačkom ili ste još uvek malo stidljivi. Kad je u pitanju razgovor na nemačkom, dakle, probajte da radite ovo što ćemo sada zajedno raditi u klipu, a to je da reagujete na neku izjavu, na neku rečenicu. 30 minuta lagane, opuštene konverzacije. Krećemo odmah. Broj 1. Mein Mann und ich teilen uns die Arbeit. Mein Mann und ich teilen uns die Arbeit. Zum Beispiel, ich koche, er spült das Geschirr. Oder er putzt das Bad und ich räume die Wohnung auf. Dakle, mi delimo posao. Hausarbeit zum Beispiel. Dakle, kućne poslove. Wir teilen uns. Teilen, podeliti. Teilen. Der Lehrer von meiner Tochter ist sehr streng. Punkt 2. Der Lehrer von meiner Tochter ist sehr streng. Dakle, nastavnik moje ćerke je veoma strog. Što i mislim da treba da budu nastavnici. Die Lehrer sollen streng sein, po meni, ne previše, ali sie sollen streng sein, trebalo bi da budu strogi. Der Lehrer von meinem Sohn zum Beispiel ist nicht sehr streng, aber der Lehrer von meiner Tochter ist sehr streng. Ich habe bei der Arbeit viel Stress, Leute. Ich habe bei der Arbeit viel Stress. Dakle, mi kažemo na poslu imam dosta stresa, je mnogo stresno. Bei der Arbeit. Also, bei der Arbeit viel Stress. Ist es stressig? Da li je stresno? Ich muss kurz telefonieren. Was brauchst du? Ich muss kurz telefonieren, aber mein Akku ist leer, prazna mi je baterija und ich muss kurz telefonieren, moram nakratko da telefoniram. Kann ich dein Handy benutzen? Mogu da koristim tvoj telefon. Kann ich dein Handy benutzen? Ich muss kurz telefonieren. Dakle, telefoniran, telefonirati, anrufen, zvati nekog. Dakle, ich muss kurz telefonieren, ich muss meine Mutter anrufen. Stell die Teller bitte auf den Tisch. Inače, tradicionalno kijem, samo dok snimam klipove, ne znam zašto. Najčešće. Meistens. Ich niese. Stell die Teller bitte auf den Tisch. Stavi tanjire, molim te, na sto. Dakle, der Teller je jedan. Pa bismo rekli stell den Teller, ali stell die Teller, tanjire. Wohin? Auf den Tisch. Dakle, akuzativ. Wohin soll ich die Teller stellen? Wohin soll ich die Teller stellen? Auf den Tisch natürlich, nicht auf den Boden. Nicht auf den Boden, sondern auf den Tisch. Stellen, pardon. Brüche ist, am besten machen wir sofort einen Termin. Am besten machen wir sofort einen Termin. Dakle, najbolje je da odmah termin machen, napravimo termin ili verabreden, dakle zakazati. Am besten machen wir sofort einen Termin. Hallo, ich möchte einen Termin machen, da verabreden, dakle hteo bih da zakažem termin. Ich habe heute einen Termin bei meinem Zahnarzt. Ich habe heute einen Termin oder den Termin bei meinem Zahnarzt. Dakle, danas imam zakazano kod Zubara. Ich kann nicht mit dir ins Kino gehen, ich kann nicht mit dir ausgehen, weil ich heute einen Termin habe. Ich habe heute einen wichtigen Termin bei meinem Zahnarzt. Dakle, ich gehe zum Zahnarzt. Ich bin bei
Zahnarzt. Ich gehe zum, ich bin beim Zahnarzt. Ich muss zum Zahnarzt gehen. Wie viel kostet das Ticket? Wie viel kostet das Ticket oder was kostet das? Koliko kosta? Es ist billig, es ist teuer, es ist frei, kostenlos, umsonst. Okay, может быть, да будет billig, jeftino, teuer, skupo, kostenlos, besplatno oder umsonst, frei. Ich darf keine Tiere in der Wohnung haben. Znači, ne smijem da imam životinje u stanu. Ich darf keine Tiere in der Wohnung haben. Es ist verboten. Es ist verboten, in der Wohnung Tiere zu haben. Zabranjeno držati u stanu životinje. Dakle, ich kann nicht einen Hund oder eine Katze haben, weil in der Wohnung es verboten ist. Jer je to u stanu zabranjeno, verboten. Nicht erlaubt, nije dozvoljeno, nicht erlaubt. Kannst du mir einen Tipp oder einen Rat geben? Možeš mi dati savjet? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne znam šta treba da radim. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kannst du mir einen Tipp bitte geben? Ich brauche einen guten Rat, einen guten Tipp. Das Essen steht schon auf dem Tisch. Das Essen steht schon auf dem Tisch. Možemo se povezati s onom rečenicom stavi tanjire na sto, hrana je već na stolu. Dakle, stell die Teller auf den Tisch. Das Essen steht schon auf dem Tisch. Znači, stavi na sto, akuzativ, auf den Tisch. Hrana je na stolu, dativ, auf dem Tisch. Wie glaube ich so stellen und stehen. Stellen, stehen, liegen, legen, hängen, sitzen, sich setzen. Dakle, to su ti parovi glagola. Interesantni, pronađite ih na kanalu. Radila sam dva ili tri klipa sa tim glagolima, kad je dativ, kad je akuzativ. I tako, interesantno. Pogledajte. Der Film ist total langweilig. Der Film ist total langweilig. Ich werde einschlafen. Ich werde einschlafen, weil der Film total langweilig ist. Es ist nicht spannend, es ist nicht interessant, es ist langweilig und dumm. Im Sommer kommen viele Touristen in diese Stadt. Im Sommer kommen viele Touristen in diese Stadt. I u ovaj grad u kome sam ja, isto viele Touristen kommen hier. Die Stadt, ihr Grad, also sie kommen in die Stadt, sie kommen in diese Stadt. Ich bin in der Stadt, ich bin in dieser Stadt, ich komme in die Stadt. Akkusativ. Wann kommen die Touristen meistens im Sommer? Leti. Ich kann den Koffer nicht tragen, er ist zu schwer. Ich ne mogu da nosim kofer, previše težak. Ich kann den Koffer nicht tragen, es ist zu schwer. Es ist nicht leicht. Dakle, schwer und leicht. Schwer, težak, leicht, lagan. Schwer, težak u kilograme, gewicht. Schwierig, najčešće koristimo za nešto što je, zum Beispiel, die Übung oder die Frage, die Antwort ist schwierig. Pitanje, odgovor, vežba je teška, a koffer je schwer. Mada nekad mogu da se koriste jedan i drugi. Ich kann den Koffer nicht tragen. Warum kannst du den Koffer nicht tragen? Weil der Koffer zu schwer ist. Jer je suviše težak. Es ist nicht leicht. Er trägt heute einen blauen Anzug. Ich trage heute eine blaue Brille. Und er trägt heute einen blauen Anzug. Dakle, der Anzug, muški rod, was trägt er, šta nosi? Einen Anzug, einen blauen Anzug. Und ich trage eine blaue Brille, znači ženski rod, einen blauen Anzug, muški rod.
Ich bin mit der Arbeit in 10 Minuten fertig. Dakle, u prevodu završavam sa poslom za 10 minuta. I ja nadam se. A ne, mi ćemo još malo, možda još 20. Ich bin mit der Arbeit in 20 Minuten fertig. Dakle, završavam sa poslom. Wann bist du mit der Arbeit fertig? Možemo da pitamo nekoga, znači kad završavaš, pa kad si sa poslom gotov. Wann bist du mit der Arbeit fertig? Odnosno, wann hast du Feierabend? Ich bin in 10 Minuten fertig. I obratite pažnju na ovo in. Mi prevodimo za 10 minuta, a ne kažemo für 10 Minuten, nego in 10 Minuten. Znači, kada će se nešto desiti u budućnosti, in einer Woche, in zwei Monaten, in 10 Minuten bin ich mit der Arbeit fertig. In. Das Handy gehört mir. Dieses Handy gehört mir. Es ist mein Handy. Es gehört mir. Dakle, glagol gehören. Gehören, pripadati. Nema veze sa hören, čuti. Nego gehören, pripadati. Wem gehört das Handy? Znači, kome pripada? Wem gehört das Handy? Das Handy gehört mir. Es ist mein Handy. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay. Ich weiß es, znam to. Ich habe es gewusst, znao sam, oder ich wusste es, znao sam. Dakle, pretrit glagola, wissen, ich wusste es. Das ist der richtige Weg, broj 19. Das ist der richtige Weg. Kennst du den Weg? Da znaš put, gde da idemo. Kennst du den Weg? Ja, ich kenne den Weg und das ist der richtige Weg. Dakle, Weg ist der Weg. Der richtige Weg. Ich kenne den Weg. Das ist der richtige Weg. Hör auf und hau ab. Aufhören und abhauen. Dakle, aufhören znači stop, prestani. Stop it. And hau ab bi značilo beži, pomeri se, čisti se. Gubis, hau ab. Dakle, hör auf i hau ab, viknemo nekomu baš nekim, nadam se redkim situacijama kad nas neko mnogo iznervira i kažemo mu hör auf, hau ab. Učuti i beži, da te ne vidi. Hat einen Roman geschrieben. Ist ein Schriftsteller. Pisac und hat einen Roman geschrieben. Dakle, on je pisac i napisuje roman. Was hat geschrieben? Wie viele Roman hat geschrieben? Hat nur einen geschrieben. Der Roman. Aber es ist ein nützliches Buch. To je jedna korisna knjiga. Es ist ein nützliches Buch. Nutzlos. Beskorisna. Ein nutzloses Buch. Beskorisna knjiga, totalno. Moram priznati da ima toliko beskorisnih knjiga, ali i toliko korisnih knjiga na ovom svijetu. I kad nađete na neku korisnu knjigu, onda se jednostavno toliko oduševite. Naročito recimo ako učite jezike, pa nađete neku super knjigu sa vežbanjima, sa objašnjenjima, ali onako da se razume, ne da je napisana samo da bi se napisala. Onda je čuvate kao malo vode na dlanu. Dakle, es ist ein nützliches Buch. Ich hab endlich ein nützliches Buch gekauft oder gefunden. Konačno sam našao ein nützliches Buch. Wo kann ich mir die Hände waschen? Entschuldigung, wo kann ich mir die Hände waschen? Den mogu da operem ruke. Dakle, wo kann ich mir die Hände waschen? Wir müssen den Reifen wechseln. Moramo da promenimo gumu. Ich kann nicht den Reifen wechseln. Ich brauche Hilfe. Einen Reifen zu wechseln. Der will mir pomoć da promenim gumu. Bringst du bitte den Müll weg? Bringst du bitte den Müll weg? Das ist skoro neku sličicu gde muž i žena se svađaju i on pokušava se samo ubije i da skače s terase. Ona mu kaže, možeš samo i smeće da poneseš. Nije smiješno, znam, ali dobro. Dakle, hoćeš li samo, molim ti, smeće da poneseš? Bringst du bitte den Müll weg. Unser Hund ist weggelaufen. Warum bist du so traurig? Weil mein Hund weggelaufen ist.
Dakle, weglaufen, otrčao bukvalno, odnosno pobegao. Ich bin traurig, tužan sam, weil mein Hund weggelaufen ist. Sie können diese Papiere wegwerfen. Znači, možete da bacite ove papire. Ich brauche sie nicht mehr. Više mi ne trebaju. Sie können sie wegwerfen. Wegwerfen. Das ist der kürzeste Weg. Mal, das mal rekli. Kennst du den Weg? Ja, ich kenne den Weg. Das ist der richtige Weg. Ove, der richtige Weg. I gleichzeitig der kürzeste Weg. I istovremeno i najkraći put. Das ist der richtige und gleichzeitig der kürzeste Weg. Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben oder zeigen? Natürlich, znači, opisati, ako možete još da najbolje da pokažete, pošto kad vam neko objašnjava levi semafor, desni semafor, levo, desno. Da, nije jednostavno, naročito na stranom jeziku. Dakle, können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben oder besser zeigen? Den Weg zum Flughafen. Dakle, ich kenne den Weg nicht jetzt. Ich kenne den Weg nicht. Können Sie mir den Weg beschreiben oder zeigen? Do Aerodrom. Ich möchte an dem Tanzkurs teilnehmen. Ich möchte, voleo bih da se priključim tanzkursu, dakle da uzmem učešća u nekom plesu, plesačkom kursu, kursu plesa. Teilnehmen je uzeti učešća, ide se prilogom an i dativ. Ich möchte an der Reise teilnehmen. Ich möchte an dem Deutschkurs teilnehmen. Ich möchte an dem Tanzkurs teilnehmen. Wir trainieren einmal pro Woche im Sportverein. Treniramo jednom nedeljno, samo u Sportverein je neki sportski klub. Dakle, wie oft trainiert ihr? Wir trainieren nur einmal pro Woche im Sportverein. Einmal pro Woche. Wie viel mal pro Woche? Koliko puta nedeljno? Einmal pro Woche, jednom nedeljno. Ich habe schlecht geträumt. Ich habe schlecht geträumt. Ich bin plötzlich aufgewacht. Iznenada sam se probudio. Ich bin plötzlich aufgewacht, weil ich etwas Schlechtes geträumt habe. Weil ich schlecht geträumt habe. Und ich träume von einem großen Haus mit Garten. Opet träumen sa von, dakle sanjam o tome da imam jednu veliku kuću sa baštom. Am Meer, na moru, po mogućstvu. Ich träume von. Wovon träumst du? O čemu sanješ, maštaš? Wovon träumst du? Ich träume von einem großen Haus mit Garten. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Also es ist dringend, hit neue, und ich kann nur mit dir sprechen. Ich kann nur mit dir darüber sprechen. Samo s tobom mogu tome da pričam i obavezno moram s tobom da pričam. Unbedingt. Unbedingt. Ich hatte gestern einen Unfall. Ich hatte gestern einen Unfall. Juče sam imao neku nezgodu. Ich hatte gestern einen Unfall. Unter uns wohnt eine Familie mit drei Kindern. Unter uns wohnt eine Familie mit drei Kindern. Ispod nas živi porodica troje dece. Und dann? Sie schreien, sie weinen, sie streiten. Sie machen viel Lärm. Manchmal. Ich suche noch eine Unterkunft. Kennst du ein günstiges Hotel? Tražim još smeštaj, znaš li neki povoljan hotel. Ich suche noch eine Unterkunft, die Unterkunft smeštaj. Kennst du vielleicht ein günstiges Hotel? Ein günstiges, ein billiges Hotel. Dakle, znaš li neki povoljan hotel. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Kursen?
Razlike između ove dva kursa? Was ist der Unterschied? Unterscheiden, razlikovati. Unterschied, razlika. Der Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Kursen? Es gibt keinen. Es gibt keinen Unterschied. Nehme Razlik. Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Kursen. Hier fehlt noch Ihre Unterschrift. Also, Sie haben noch nicht den Vertrag unterschrieben. Mr. Spopisli, hier fehlt noch Ihre Unterschrift. Valios die Unterschrift. Ich nehme im September Urlaub. Wann nimmst du Urlaub? Ich nehme im September Urlaub. Dakle, uzeću u septembru odmor. Ich nehme im September Urlaub. Ich mache Urlaub im September. Ich bin mit meiner Freundin verabredet. Was magst du heute Abend? Ich bin mit meiner Freundin verabredet. Dakle, dogovorio sam se sa drugaricom, odnosno devojkom. Ich bin mit ihr verabredet. Es gibt einen neuen Sportverein in der Stadt. Ich wusste es nicht. Nisam znao da u gradu ima jedan novo sportski klub. Es gibt einen neuen Sportverein in der Stadt. Wo? In der Stadt. U gradu. Es gibt plus Akkusativ einen neuen Sportverein. Können wir einen Termin vereinbaren? Možemo li einen Termin machen? Da napravimo Termin, odnosno können wir einen Termin vereinbaren? Oder verabreden. Verabreden, vereinbaren. Vergiss deinen Arzttermin nicht. Heute hast du einen Termin bei deinem Arzt. Vergiss es nicht. Ne zaboravi, da imaš zakazano kod zubara. Vergiss deinen Arzttermin nicht. Ich kann nicht kommen, weil ich arbeiten muss. Warum kannst du nicht kommen? Zašto ne možeš da dođeš? Weil ich arbeiten muss. Der Bus fährt nicht weiter. Autobus ne ide dalje. Der Bus fährt nicht weiter. Du musst hier aussteigen. Moraš da izađeš. Du musst hier aussteigen, weil der Bus nicht weiter fährt. Du musst hier aussteigen, weil der Bus nicht weiter fährt. Ich möchte gern einmal um die Welt reisen. Ich möchte gern einmal um die Welt reisen. Vole bih jednom da idem um die Welt, oko sveta, da putujem oko sveta. Ich möchte gern einmal um die Welt reisen. Die Studenten kommen aus vielen Ländern und sie kommen aus der ganzen Welt. Die Studenten kommen aus, ist, vielen Ländern, Latinogene, sie kommen aus vielen verschiedenen Ländern, sie kommen aus der ganzen Welt ist Chitavok Sveta. Sie kommen aus der ganzen Welt. Ich habe leider nur wenig verstanden. Ich habe leider nur wenig, nur ein bisschen verstanden. Wir haben auf Deutsch gesprochen, aber ich habe leider nur wenig verstanden. Nažalost, samo sam malo razumeo. Haben Sie schon eine neue Wohnung gefunden? Da ist ja već naši novi stan. Haben Sie schon eine neue Wohnung gefunden? Nein. Ich suche eine neue Wohnung. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Wohnung. U potrazi sam za. Aber ich habe noch nicht eine neue Wohnung gefunden. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. Zatvori prozor u spavaćoj sobi. Es wird regnen. Padaće kiša. Mach das Fenster zu. Ich habe das Fenster aufgemacht. Ja sam otvorio prozor. Ich habe das Fenster aufgemacht. Aber mach es zu. Zatvori ga. Es wird regnen.
Der Bus fährt zum Bahnhof. Wohin fährt dieser Bus? Oder wohin hält dieser Bus? Der Steyr-Autobus, der Vosje-Autobus. Dieser Bus fährt zum Bahnhof. Das Kleid ist mir zu teuer. Das Kleid ist vielleicht dir nicht zu teuer, du hast mehr Geld. Aber für mich, mir ist es zu teuer. Das Kleid ist mir zu teuer. Ich bin mit der Wohnung zufrieden. Ich habe eine neue Wohnung gefunden und ich bin mit der Wohnung zufrieden. Ich bin zufrieden. Zadovoljen sam sa stanom. Sie ist nicht groß, aber sie hat einen Balkon. Die Wohnung ist nicht groß, nie veliki, ali ima terasu. Einen Balkon, der Balkon. Wir haben uns vor 3 Jahren zuletzt gesehen. Wir müssen 3 Jahre passieren, Pot Videli. Wann hast du ihn gesehen? Ich habe ihn vor 3 Jahren gesehen. Wieder sogar 3 Jahre. Neulich, ich habe ihn neulich gesehen. Wieder sogar nicht einmal. 3 Jahre. Magst du bitte das Fenster zu? Magst du bitte das Fenster im Schlafzimmer zu? Dann musst du da zatvoriš prozor u spavaćoj sobi. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Ich kenne dieses Wort nicht. Ne znam ovu reč. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Moram da potražim reč u rečniku. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Imali smo na odmoru sjajno vrijeme. Wir hatten viel Spaß und wir hatten wunderbares Wetter. Haben Sie noch einen Wunsch? Haben Sie noch einen Wunsch? Der Wunsch. Ich möchte gerne um die Welt reisen. Das ist mein Wunsch. Und was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Fließend Deutsch zu sprechen. Da govorim tečno nemački. Fließend Deutsch zu sprechen und um die Welt zu reisen. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. Ich wohne auf dem Land eigentlich. Oder im Vorort. Wohnst du im Zentrum? Da lege ich im Zentrum. Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt, sondern auf dem Land. Ili im Vorort, u predgrađu. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Imaš li Zettel, neki papirić za mene, ceduljicu, moram nešto da zapišem. Ich muss etwas aufschreiben. Ich muss etwas notieren, aber ich habe keinen Zettel. Hast du einen Zettel für mich? Znači, imaš li papirić za mene? Moram nešto da zapišem. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer auf den Zettel. Auf den Zettel. Er hat sein T-Shirt ausgezogen und Hemd angezogen. An- und ausziehen. Ausziehen, ausgezogen. Anziehen, angezogen. Er hat sein T-Shirt ausgezogen und ein Hemd angezogen. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. John läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Johnny läuft sehr schnell. Johnny trči brzo. Er war als erster am Ziel. Bio je prvi na cilju. Trči najbrže. Was ist dein Ziel im Leben? Was ist dein Ziel im Leben? Deutsch fließend zu sprechen und um die Welt zu reisen. Okay, was ist dein Ziel im Leben? Pišite u komentarima. Vidimo se. Tschüss.